Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Skin Giveaway. Hier auf YouTube. Wie ihr an eine schnieke Neon Rider rankommen könnt, erfahrt ihr jetzt. Vielen Dank an unseren Sponsor Skin Baron. Und jetzt kommen die Infos. Und zwar, es ist ganz einfach. Erstens, einfach aktiv sein hier auf YouTube, auf diesem YouTube-Kanal. Das heißt, Videos schauen, Videos kommentieren und liken oder disliken, wie es einem gefällt. Man kann auch gerne in die Vergangenheit gucken. Zweitens, besucht die Livestreams, wenn ihr könnt. Wenn ihr nicht könnt, ist es nicht schlimm. Es ist kein Grund, dass man da nichts gewinnen kann. Nur kann man damit seine Chance eben erhöhen oder verbessern. Die Streamzeit und der Link stehen aber auch nochmal im angepinnten Kommentar und in der Beschreibung. Und drittens, gibt's gar nicht. Es ist nur noch ein Anliegen, das ich ganz dringend an euch habe. Und zwar, passt bitte auf. Ihr müsst hierfür nicht abonnieren, um mitzumachen. Ihr müsst kein Abonnent dieses Kanals sein. Mir reicht es auch, wenn ihr einfach so aktiv seid. Wenn ihr aber abonniert, dann macht bitte, und ich weiß, ich habe das immer sehr vernachlässigt, diese Info, macht bitte diese verschissene Glocke an. Ihr müsst auf die Glocke klicken und auf alle Benachrichtigungen anzeigen drücken, wenn ihr wirklich alles bekommen möchtet. Also wenn ihr den Status Abonnent haben möchtet, den es früher mal gab. Als man vor 10 Jahren auf Abonnieren gedrückt hat, war man Abonnent und hat alle Benachrichtigungen bekommen. Das heißt, wenn jemand was hochgeladen hat, hat man es in seinem Feed gesehen. Heute ist das Abonnieren irgendwie null. Man muss auf diese verkackte Glocke klicken und auf alles drücken. Wenn ihr keine macht, kriegt ihr keine Benachrichtigung, obwohl ihr abonniert habt. Pff, keine Ahnung, was das für eine verschissene Logik ist. Wenn ihr personalisiert drückt, kann es sein, dass ihr keine Videos oder keine Benachrichtigungen mehr seht oder bekommt, weil YouTube sich sagt, ah, der hat jetzt die letzten paar Wochen nur Musikvideos geschaut, der will keine Gaming-Dinger mehr sehen. Wir personalisieren seine Vorschläge auf ihn und zeigen ihm das nicht mehr. Darum auf alle drücken, damit ihr eben alles seht. Und ja, das müsst ihr auch auf dem Handy machen. Also wenn ihr die YouTube-App benutzt, dann muss man da auch nochmal diese verkackte Glocke anmachen. Also hier an alle meine Abonnenten oder die, die es werden wollen, wie auch immer, macht bitte diese Glocke an. Denn ich werde darüber nochmal ein extra Video machen, aber ich erwähne es hier, weil ein Giveaway-Video halt von vielen geschaut wird. 9% unserer Abonnenten, 9%, keine 1000 Leute bekommen Benachrichtigungen von diesem Kanal, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Das sind 900 und ein paar Verquetschte und sonst niemand. Es ist so dumm. Ich weiß, dass ich halt auch viele alte Hasen habe, die das noch kennen mit Abonnieren, dann ist man Abonnent. Das gibt's nicht mehr. Ich werde dazu aber nochmal ein Video machen, wie gesagt. Trotzdem will ich es hier mal direkt anbringen, dass es alle mal checken können, ob sie diese blöde Glocke haben. 9%. Von 100. Das ist Wahnsinn, oder? Ich weiß, dass ich das versäumt habe die letzten paar Jahre. Seitdem die Glocke da ist, haben alle möglichen YouTuber immer wieder, und die Glocke, hey, und überall sind so Einblendungen. Mir war das halt immer zu viel. Machen wir nochmal geschwind hier eine auf. Also ja, die gibt's wie gesagt. Neon Rider steht ja auch im Titel. Wie man mitmacht, habt ihr jetzt erfahren. Auf YouTube aktiv sein, auf Twitch aktiv sein. Fertig. Ja. Und bitte den Glockending checken, aber das hat nichts mit dem Giveaway zu tun. Ich werde mal schauen, dass ich uns ein Ziel festsetze von vielleicht 18% Glockenaktivierung oder 20%. Und sobald wir die erreicht haben, gibt's dann was Leckeres noch oben drauf. Das hat mich echt schockiert mit den Zahlen. Das hat mich wirklich, wirklich schockiert. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, wie die Klickzahlen halt aussehen. 10.300 Abonnenten, 900 und was weiß ich, 40, 50 sehen meine Videos. Die sehen, wenn ein neues Video kommt. Und der Rest nicht. YouTube, was machst du? Gut, YouTube rant aus, meine Damen und Herren. Und direkt noch eine kleine Erinnerung. Hier drüben haben wir ja gerade in den Livestreams dieses Charity-Spendenziel. Am 1. Dezember werde ich alles, was da drin ist, nehmen und dann damit auf Team Trees Bäume kaufen. Haut rein und bis morgen.